Ich war noch nie hier und dass Sie hier sind, ist Ihre Impertinenz zu verdanken. Ja. Und weil es gibt ein Beispiel dafür. Wenn ich ab und zu ein bisschen churchy, kirchlich rede, dann liegt das daran, dass ich das bin. Ja. Sie mögen das entschuldigen. Aber diese Geschichte kenne ich, also die gibt es aus dem Neuen Testament, sind Sie beschrieben als die bittende Witwe, die sich nicht abschmeißen lässt, ja? So im Sinne von, dann kriegt die irgendwann doch Recht, nicht weil sie Recht bekommt, sondern ist einfach lästig, ja. Und das heißt, die Beharrlichkeit ist die Kraft der kleinen Leute. Die Beharrlichkeit ist die Kraft der kleinen Leute. Jetzt habe ich schon wieder Leute kennengelernt, die mich nach Amberg in die Oberpfalz einladen wollen. Da muss ich noch drüber reden mit meiner Frau und mit meiner Sekretärin, der muss ich immer wieder versprechen, nein, ich nehme keine Einladung mehr an. Also in diesen Dingen bewegt sich das immer. Jetzt bin ich hier. Okay, wenn ich das weiter weg tue oder dem Tontechniker sage, er möge es etwas, ist es besser so? Ja, das ist doch wunderbar. Es ist toll, dass Sie das sagen, sonst haben Sie eine Stunde Stress und ich stehe umsonst. Ich fange an. Sie haben uns alle, wie wir da waren vor 3 Jahren, als das anfing mit Corona, in Angst jagen wollen. Und bei den vielen, vielen Menschen haben Sie es auch geschafft. Woran liegt es? Weil Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Und das trifft unsere Seele und unser Herz vom ersten Atemzug bis zum letzten. Wir brauchen Technik, um mit der Angst verlassen zu werden, das kleine Kind, aber eben auch der heranwachsende Mensch. Finde ich eine Partnerin, finde ich einen Partner? Wie ist das mit Misserfolg? Ich habe Angst, allein zu sein. Ich habe Angst, dass niemand bei mir ist. In der Welt habt ihr Angst. Und es gibt im Grunde genommen nur 2 Möglichkeiten, mit dieser Grundsubstanz unseres Herzens fertig zu werden. Und das ist ganz politisch. 2 Wege gibt es, mit dieser Angst fertig zu werden. Einen natürlichen und einen ganz modernen. Der natürliche Weg heißt, ja natürlich hast du Angst. Und das Gegenmittel heißt Vertrauen. Und wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann lernt es mehr und mehr mit seiner Mutter sich anzuvertrauen und hat 2 Möglichkeiten zu reagieren und zu sagen, hier bin ich, durch Geschrei meinetwegen, ich brauche die Wärme der Mutter, ich brauche ihre Milch, ich brauche ihre Gegenwart, ich brauche Trost, ich will nicht allein sein, ich kann es nicht. Ich weiß genau, wenn ich allein bin, werde ich sterben, in der Welt habt ihr Angst. Und diese Angst verlässt uns nicht, wie ich gesagt habe, und will gleich skizzieren, wie sich das mit dem Vertrauen im ganzen Leben durchhält als der alte Weg von Sozialisation. Also, ich teile es mal auf in 3 Blöcke, wie man mit der Angst fertig wird. 3 Blöcke über das Vertrauen. Und der andere Block, den ich jetzt schon ankündige, der da hinterherkommt und der uns verrückt gemacht hat, ist ganz einfach, nämlich Kontrolle. Kontrolle. Ich kontrolliere meine Angst, ich kontrolliere den Partner, ich kontrolliere den Handwerker, ich kontrolliere. Und wenn wir in einer langsam globalisierenden Welt atmen und leben müssen, und die Stelle, die immer weiter weg ist für Kontrolle, das war früher das Dorf, das war der Pfarrer, der Lehrer, die übten Sozialkontrolle aus und fertig. Vom Kaiser in Berlin konnte man Lieder singen, aber gesehen hat man den nicht. Es sei denn, man wurde eingezogen. Dann mussten damals schon die kleinen Leute alles rausreißen. Aber die Kontrollgeschichte ist die zweite Medizin gegen die Angst in der Welt. Und diese Karte ist vor 3 Jahren zum ersten Mal weltweit gespielt worden.
Und wir, die wir ein bisschen manchmal weg, wach, manchmal weniger wach, manchmal trottelig, manchmal vertrauensselig, haben eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass wir mittlerweile in dieser Welt in einer Situation angekommen sind, wo diese beiden Pole, das natürliche Leben des Vertrauens gegen das absolute Controlling, gegeneinander gespielt werden. Und was steht dann auf dem Spiel? Das sage ich euch. Auf dem Spiel steht das Wasser des Lebens, ist nämlich Vertrauen. Wenn sie das in sich nicht haben, wenn sie das als Selbstvertrauen nicht gebunkert haben, und ich erkläre Ihnen gleich, wie das geht, wenn sie das in ihrer Partnerschaft nicht haben, wenn sie das in ihrem Beruf nicht haben, wenn sie kein Gottvertrauen, kein Naturvertrauen, wenn sie die Würde der Erde meinen, kaufen und verkaufen zu können, als wenn alles auf den Markt gehörte, dann gute Nacht. Wenn ich sage, das Wasser des Lebens ist Vertrauen, dann bedeutet das nicht, dass es nur das Kleinkind angeht. Wir Menschen sind ja bekanntlich Nesthocker. Säugetiere, Nesthocker. Was bedeutet das? Das heißt, die ersten 15 Jahre unseres Lebens und teilweise auch viel, viel mehr da und dort, hocken wir zu Hause bei den Eltern und versuchen von denen zu lernen, mal mehr und mal weniger, irgendwann auf den eigenen Füßen zu stehen. Das sind die ersten 15, 20 Jahre unseres Lebens, was nach den Psalmen immer 70, 80 wird. Wir sind ein bisschen weiter drüber mittlerweile, wegen Hygiene und dass wir nicht alle aufs Klo scheißen oder daneben. Das hat dazu geführt, dass wir 80 werden können und nicht die Medizin so sehr, sondern Hygiene. Aber ihr lieben Frauen, oder am liebsten würde ich sagen, liebe Frauen und Männer, liebe Schwestern und Brüder, denn es geht darum, die Erde mit in den Blick zu nehmen, die Erde, die unsere Mutter ist, das muss sozusagen in unseren Gefühlen drin sein, denn am Grunde werden wir sehen, wenn wir der nicht vertrauen können, wenn wir die weiter unter Kontrolle haben, wenn wir die weiter reglementieren, hat es auch keinen Zweck. Die letzten 15 Jahre eines Menschen oder auch 20 Jahre sind wieder darauf angewiesen, Vertrauen als Grundlage des Lebens zu spüren. Was heißt das? Wenn wir die ersten 15, 20 Jahre unseres Lebens lernen, Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen ist das Wasser des Lebens, dann kann ein Mensch ab 75 sich nicht mehr, oder 65, sich nicht mehr auf sich selbst nur verlassen. Er geht in ein Land von Vertrauensseligkeit hinein. Und Sie sehen doch, was passiert, wenn ein Mensch, der alt geworden ist, diese Vertrauensseligkeit nicht mehr erleben kann. Wenn er abgeschoben wird, wo auch da Kontrolle ist, wo das Gesundheitsamt kommt und Häkchen macht und Häkchen macht, ob man alles hat, etc., etc., dann ist das Wasser des Lebens am Ende ihres Lebens auch aus der Badewanne rausgelaufen. Wenn wir also Menschen sind und deswegen nur Menschen sind, weil wir vertrauen, dann ist der Angriff seit Corona, wir werden das auch sehen, dass das bei dieser Ukraine-Geschichte genauso läuft, und wir werden auch sehen, und dass das bei der Umweltgeschichte ähnlich läuft, nicht ganz, aber ähnlich läuft, dann ist der Angriff auf unsere Vertrauensseligkeit der Angriff auf das Wasser, in dem wir leben. Wie kriegt denn ein junger Mensch Selbstvertrauen? Antwort: indem er ein analoges Leben führen lernt. Was heißt das? Er darf auf die Herdplatte fassen. Das heißt, er muss Erfahrungen sammeln. Gute und schlechte, schmerzvolle, er muss sozusagen sich bewähren können, er muss weiter, immer weiter weg von Mama und Papa trotzdem den Kopf über Wasser halten können. Aber Selbstvertrauen, die erste, wichtigste Säule in unserem Leben, bekommen wir dadurch, dass wir Raum zum Atmen bekommen, Raum, unser Vertrauen zu spüren und Raum, auch selber Experimente zu machen. 12- bis 13-jährige Jungs und Mädchen, die man in die Pubertät schickt, haben nichts anderes vor, als Selbstvertrauen zu sammeln, ohne Vater und Mutter
durch die Nacht, in der Sexualität, in der Bewährung, im Suff, in den Drogen etc. Überall dasselbe Programm. Wie schaffe ich es ohne Mama und Papa, ja, gesiegt zu haben? Das ist das Selbstvertrauen sammeln. Und viele sterbende Menschen, denen ich die Ehre hatte, beiwohnen zu können in ihren letzten Tagen oder Stunden. Und manchmal ist es ja auch möglich, mit den Sterbenden noch viel zu reden. Und dann habe ich oft gefragt, und wie war das in dem, was würdest du anders machen oder wie schaust du zurück? Und dann kommt oft die Geschichte, ich hätte meinen Kindern mehr vertrauen müssen. In meiner väterlichen, mütterlichen Angst habe ich sie kontrolliert, Helikopter. Eltern nennt man das heutzutage. Aber es ist überall dasselbe Thema bis in den letzten Tag hinein, oft bis in die letzte Stunde hinein. Vertrauen ist das Thema von uns Menschen. Wenn ein Mensch sein Selbstvertrauen dadurch sammelt, dass er Erfahrungen machen muss, eigene, dann kann er die vorgeschriebenen Erfahrungen von Herrn Lauterbach nicht brauchen. Von wem auch immer. Sondern er will ja selber, sagt das Kind und stampft mit dem Fuß, wie ich gesagt habe, auf den Boden. Dieses ist die Grundlage von Vertrauen. Nicht kontrollieren, keine Vorschriften. Ich will selber meine Hände verbrennen. Ich will selber zu spät nach Hause kommen. Ich will selber meinen Papa belügen, etc. Alles, was an Technik aufgeboten wird, um sein eigenes Vertrauen wachsen zu lassen. Und dann, wenn man erwachsen wird, ist es wichtig, auch für das politische Leben, was dann eventuell auf uns zukommt, zu sagen, wie gehen wir eigentlich mit Feinden um oder mit Freunden um oder mit Partnern um, die Feinde werden und. Was ist eigentlich die Grundlage von Partnerschaften? Ist es, wir haben dasselbe Interesse? Das kann Sexualität sein, das kann Geld verdienen sein, etc., etc. Oder ist es etwas Tieferes, was Seelisches? Denn Sie sehen, die Grundlage der Basispartei sehe ich im Seelischen angelegt, im Geschwisterlichen angelegt, in einer logischen Welt angelegt, die sagen, nein, die eigenen Experimente, die eigenen Erfahrungen, das analoge Leben des Vertrauenslernens ist Grundlage einer völlig neuen Umgang miteinander und einer vielleicht völlig neuen Partei. Es kommt nicht darauf an, ob wir siegen über die anderen. Es kommt darauf an, dass wir unsere eigene Grundlage nicht verraten. Und die heißt im Grunde genommen, wir vertrauen der Basis, und das heißt, wir vertrauen unserer eigenen Erfahrung. Die zweite Säule des Vertrauens heißt also Vertrauen in Partnerschaften. Warum ist es wichtig? Na, wenn Sie Ihre Partnerschaften bekämpfen, dann bekämpfen Sie auch politische Gegner und trauen denen nichts zu. Das heißt, wie gehe ich zu Hause um damit, dass etwas mir gegen den Strich, ein anderes Interesse etc. etc. spiegelt vielleicht die Partnerschaft, in der ich lebe, mich selber auch? Dass ich mich auf einmal, wenn ich 10, 20 Jahre mit jemandem zusammenlege, auf einmal ganz anders erleben kann? Ist es wichtig, damit ich mich den Schädel einschlage oder vergifte? Frauen machen das ja nicht, mich mit Schädel einschlagen, verstehen mich ja. Das sind die Zärtlicher, die machen. Aber im Grunde genommen ist das Erlernen des Vertrauens eines Erwachsenen in Partnerschaft wichtig, wenn man in ein politisches Leben startet. Denn ich kann mir nicht leisten zu sagen, alle anderen sind dumm, alle anderen sind falsch, alle anderen sind Feinde, alle anderen wollen etwas mehr. Ich muss erst mal geguckt haben in meinen eigenen vier Wänden, wie gehe ich eigentlich damit um, dass andere Menschen ein anderes Interesse haben, dass die mich kontrollieren und weil ich das Kontrolle wegnehme, kann ich auf eine neue Partnerschaft hoffen? Deswegen sind die Männer und die Frauen, die in einer Partnerschaft leben, älter und werden älter als die Singles. Wussten Sie das eigentlich? Deswegen werden Männer, wenn sie sich von ihren Frauen trennen, in den 50er Jahren ihres Lebens nach der Midlife-Crisis, höchst anfällig, suizidär zu sein. Also sich umzubringen.
Immer wenn wir aus Partnerschaften weggehen, weil wir denken, wir halten es nicht mehr aus, halten wir uns selber eigentlich nicht mehr aus und können nicht mehr in diesen Spiegel gucken der Partnerschaften. Es ist für das politische Leben so wichtig zu sehen, hallo, es hat was mit mir zu tun, wie ich bin, und ein Mensch, der mich ausgehalten hat, spiegelt mich besser, als ich mich selber je sehen kann. Wenn wir jetzt in diese dritte Dimension starten, die ich mal nicht nenne, Vertrauen in Gott, dann denken Sie wieder, jetzt lässt er den Pfarrer raus, aber im Grunde genommen ist es so. Sehen Sie, wir haben mittlerweile in unserer Politik einen Zustand erreicht, wo wir alles auf den Markt tragen können. Alles wird dem Markt überantwortet. Alles wird dem Markt auch sozusagen zugesprochen, als wenn der heilende Kräfte hätte. Das bedeutet, dass wir auch unsere Mütter und Väter zum Markte tragen. Wie? Ja, beispielsweise das Gesundheitswesen ist mittlerweile sozusagen ein kapitalistisches Unternehmen geworden. Und wir müssen zusehen, dass wir in dieser dritten politischen Dimension etwas völlig anderes als Grundlage bewahren, was unser Wasser des Lebens darstellt, nämlich Vertrauen. Was bedeutet das? Ich muss in den Krisensituationen meines Lebens genau das tun, was, gestatten Sie, Jesus uns allen anempfohlen hat. Du musst in Krisensituationen zur Mutter Erde gehen. Du musst in Krisensituationen wissen, dass du deinen Urkräften aus deinen Wurzeln heraus vertrauen kannst. Dein Bauchgefühl, dein Instinkt, wie immer ihr das nennt, ist ganz egal. Das ist Vertrauen, das ist analoges Leben, das ist nicht Controlling. Das heißt, ich habe ein Bauchgefühl. Und das heißt, ich lerne langsam der Mutter Erde, meiner Herkunft und meinen Wurzeln wieder zu vertrauen. Wer ein spirituelles Leben führt, geht eigentlich zurück in die Wildnis. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Also weg vom total kontrollierten Tageslauf, zurück in, hier ist doch was, ich spüre doch was. In den Ernährungsgeschichten sagen wir Instinktiker dafür, dass Leute nur das essen, wenn sie durch ihre Speisekammer gehen, wo ihre Nase anschlägt. Ja? Aber deswegen, das ist das, was wir ein Vertrauensleben nennen. Wir müssen aufrechterhalten oder wieder lernen, dass wir in dieser dritten Vertrauenssäule Mutter Erde und Vater Himmel wieder vertrauen. Wie macht man das? Also meine Frau beispielsweise und ich, meine Frau hat mich da mehr hingeführt als ich selber, die haben gesagt, wir müssen, soweit es uns geht, einsteigen in ein einfacheres Leben. Einfacheres Leben heißt, kann ich tatsächlich irgendwo nochmal eine Urerfahrung machen, ein bisschen Landwirtschaft zu betreiben? Kann ich die Erfahrung machen, dass ich, wenn ich berste vor Angst und Schmerz, in den Wald gehe und die ältesten Geschwister, die wir haben, die Bäume nicht nur als Holzproduzent ansehen, sondern sagen, wie die Mystiker aller Religionen immer gesagt haben, wenn du Angst hast und brauchst Trost, und Trost geht sowieso nur in der Welt und nicht um Sieg und Niederlage, dann geh zu den Bäumen. Die sind ähnlich wie ihr und haben eine wichtige Erfahrung euch Menschen voraus. Sie wissen, dass sie nicht weglaufen können. Ja, Bäume und wir haben oft ein ähnliches Alter, verhalten uns auch ähnlich. Beispielsweise, wenn wir zusammenstehen, dann können wir den Gegenwind teilen, das machen die Bäume auch, das lernen die in Baumschulen. Also das heißt, gucken Sie mal, in der Natur gibt es Ressourcen für Trost, für Vertrauen. Wir müssen den Menschen neu fühlen und denken. Er wird uns gerade von WHO und überall aus der Seele gerissen oder umgekehrt, sie reißen die Seele aus uns raus. Denn was ich die ganze Zeit sage, dieser Funkturm in unserem Herzen, der Richtung Vertrauen dauernd sendet und empfängt, das nennen wir Seele. Die macht Poesie, die macht Liebesgedichte, die weint, die fühlt sich allein.
Und diese ganzen Konflikte, die wir haben, heißt, wir sind an einer Ebene angelangt, wo es einen Riss gibt zwischen unseren Seelen und Mahatma Gandhi heißt der großen Seele, Erde und Himmel. Nun habe ich allen Leuten, die sagen, naja, was mache ich denn damit, wenn ich zwar Selbstvertrauen habe und auch meine Beziehung beruht nicht auf dem gleichen Interesse, sondern dass ich meiner Frau, meinem Mann, meinem Arbeitgeber, meinem Arbeitnehmer, meinem Sohn, meiner Mutter, wem auch immer vertraue. Wie mache ich das denn, wenn ich das Vertrauen zur Mutter Erde verloren habe oder zu Vater Himmel? Wie mache ich das denn, dass ich immer so viel Angst habe, dass ich meine sozusagen diese dritte Dimension verloren zu haben? Wie komme ich da wieder hin? Indem du zu dir kommst. Wie komme ich denn zu mir? Komm zu dir. Wie mache ich das? Indem du nur atmest. Atmest. Denn wer zu sich kommt, kommt nach Hause. Der geht nicht irgendwo hin. Der geht nicht auf irgendeinen Trip, sondern er kommt zu sich. Er kommt nach Hause. Und wenn du nach Hause kommen willst, zu dir, zu deiner Existenz, die ganz anders ist als die 7 Milliarden anderen Existenzen, die jetzt hier atmen, dann mache ich auf den Vorschlag, dann leg dich in deiner Angst oder in deiner Trostlosigkeit auf die Erde. Hat Jesus auch gemacht, in Gethsemane. Arsch auf Grundeis und dann auf, ja, Angst zu sterben. Und dann auf die Erde gelegt. Macht es nach. Und ihr werdet auch sehen, dass ihr, wenn ihr liegt, auf einmal ein Vertrauen vom Boden herkommt, in unsere Seelen zurück. Ihr könnt da besser atmen. Und wenn ihr dann auch noch ein Stückchen mehr Vertrauen haben wollt, dass das Leben euch liebt und ihr euch wirklich darauf verlassen könnt, dann dreht euch, wenn ihr auf dem Fußboden zu Hause liegt, erstmal auf dem Boden, weil das Baby Bauch an Bauch geht zur Mama von Bauch auf Bauch. Aber wenn ihr jetzt getröstet seid, dann dreht euch um und schaut in den Himmel. Der ist wichtig für unsere Existenz. Ich meine nicht Christentum. Ich meine das Verhältnis von dir zu den Grundlagen des Lebens, von dir zu den Wurzeln, von dir zum Sinn. Und wenn dir das abhanden gekommen ist, und es ist abhanden gekommen, in der Kultur Mitteleuropas gibt es keine einzige spirituelle tragbare Geschichte mehr. Die Kirchen, die wir haben, sind leider geworden zu Feuilleton-Veranstaltungen, die ein tiefes Gefühl nicht mehr tragen können. Dann dreh dich um und wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne Kontakt haben zu diesem großen Vertrauen, Mahatma Gandhi, so heißt das ja auf Hindi, dann geh an einen Platz der Stille, komm zu dir. Komm zu dir, es gibt nur eine Gottesbegegnung in der Stille. Was macht der eigentlich, wenn du da zu dem kommst? Nix. Macht gar nichts. Hat es Zweck, dass ich darum irgendetwas bitte? Nö. Kannst du selber besser in der Lottogesellschaft spielen, hast du größere Chancen, als wenn dich Gott erhört. Ich sage das ganz bewusst so. Denn Gott ist Trost, dass du nicht verrückt wirst. Lauterbach und Co. versuchen die ganze Zeit, uns aus unserer seelischen Erfahrungsmitte herauszudrängen. Und wenn wir aus der Mitte kommen, dann werden wir verrückt. Wenn wir unsere Mitte, unsere seelische Mitte verlassen, wenn wir uns nicht mehr auf unsere Erfahrung verlassen können, die wir gemacht haben, dann macht man uns verrückt. Mein Großvater, seligen Angedenken, ist schon 40 Jahre tot. Hätte die Geschichte vor 3 Jahren deshalb nicht mitgemacht, weil er gesagt hat, was ist los? Es ist eine weltweite Gefahr.
Was mache ich denn da? Die Regierung sagt, ich soll nur Kartoffeln pflanzen. Da hätte mein Großvater gesagt, ich setze nicht auf ein einziges Instrument. In meinen Garten pflanze ich 4, 5, 6, 7 andere Gemüse an. Das heißt, er hätte von vornherein gewusst, wenn die uns Impfen empfehlen oder das empfehlen, als ein einziges Instrument, hätte der nie gemacht. Und keiner von uns hätte sein ganzes Geld auf eine einzige Risikoaktie gesetzt. Hätten wir überall nicht gemacht. Aber von uns hat man verlangt, sozusagen auf all das, was wir an Erfahrung gesammelt haben, in Sachen Geld, Gesundheit etc. zu verzichten, weil der Staat kommt und macht uns Angst. Das ist die Delegitimation des Staates. Er hat nicht die Funktion, uns Angst zu machen. Wir haben uns zusammengeschlossen. Wir haben uns als Gesellschaft zusammengeschlossen, um uns beizustehen. Und nicht einer gegen 83 Millionen sich zu wehren, weil die 83 Millionen sagen, wir machen dir Angst. Es ist ein völlig verkommenes soziales Miteinander gewesen und ist es immer noch. Deswegen müssen Sie lernen, nicht nur sich selbst zu vertrauen. Es reicht auch nicht, Ihre Partnerschaften zu vertrauen, sondern in gesundheitlichen Krisen, wenn wir darüber reden, ja, du hast doch Abwehrkräfte, natürlich, dann geht das alles in die Richtung, die ich gesagt habe, Erde, Gott, Wurzeln. Ich bin bestückt worden über Jahrhunderttausende mit Abwehrkräften, mit Immungeschichten, die ich gar nicht so schnell nachmachen kann, wie sie über Hunderte von Jahren oder Tausende von Jahren entwickelt worden sind. Also, ich meine nicht in dieser Form Gott. Ich meine nicht in dieser Form Pachamama Erde. Ich meine das, was wir kaum fassen können mit Worten, dieses Urvertrauen. Ich bin ausgerüstet worden von Natur aus, mit all dem, was mir passiert, fertig zu werden. Das gilt bei Krankheit da, aber das geht auch bei anderen Herausforderungen des Lebens. Wie gehe ich denn damit um? Wenn ich das Vertrauen in Erde, in Gott, in Vertrauen ins Leben habe, dann sage ich nicht, du bist mein Gegner, sondern du bist mein Challenge, du bist meine Herausforderung. Es ist in dieser Begegnung Sinnvolles für mich drin, wenn ich sie zulasse und nicht bekämpfe. Immer, wenn wir etwas bekämpfen, versagen wir uns einer wichtigen Erfahrung. Immer, wenn wir über andere Leute richten, das ist im politischen Leben von morgens bis abends der Fall, nehmen wir ihnen sozusagen die Kommunikation weg. Immer, wenn wir richten, unsere Kinder, unsere Partnerschaften etc., ist die Kommunikation erstmal weg. Und deswegen braucht eine neue Partei einen völlig anderen Umgang miteinander, der auf Erfahrung gründet und der das große Vertrauen in jeden Einzelnen sozusagen feiert. Wichtig. Deswegen ist der Name Basis gut. Jeder bringt etwas ein von diesem großen Vertrauen in Vater Himmel und Mutter Erde. Wie kann ich Sie animieren, auf diesem dritten Säule das nicht nur als Feuilleton zu nehmen? Gucken Sie doch mal, wenn Sie in einem, ja, ich habe gesehen, ich war heute an dem Gebäude vorbei in Regensburg, wo Synagoge mal war. Und Jesus hat immer gesagt, geht nicht beten in Synagogen, geht nicht beten in die Kirche, die können das nicht. Haben Sie mich gerade gehört? Geht nicht in die Synagoge, geht nicht in die Kirchen beten, die können das nicht. Geh in dein Kämmerlein, geh nach Hause, sei alleine. Du musst diese Zelle finden, wenn du dieses Vertrauen leben willst. Du musst dich selber finden, wenn du von diesem großen Vertrauen getragen werden kannst durch deine ganzen Täler des Lebens. Deswegen ist das Dritte so wichtig, Vertrauen ins Leben zurückzugewinnen. Deswegen habe ich den Basis immer wieder vorgeschlagen, Leute, wir brauchen Lieder. Lieder. Denn wir sind nicht mit unserem Verstand hier, wir sind mit unserem Gefühl, mit unseren Emotionen hier. Wir wollen ein neues, ein anderes Leben, das ist vom Gefühl geprägt und nicht nur von hier.
Das geht alles in diese Richtung. Wir brauchen ein anderes Verhältnis zueinander. Wir brauchen ein anderes Verhältnis zur Erde. Das ist diese große Geschichte, Kritik des Kapitalismus, Kritik Ausbeutung der Erde. Kritik, wir gehen mit dieser Erde um wie mit einem Dreckhaufen. Aber es ist unsere Mutter. Ich habe vor 30, 40 Jahren mal Morgenandachten in Berlin gehalten, um 5 Uhr aufgestanden, um 6 Uhr musste ich auf Sendung sein, Privatradio. Dann habe ich gesagt, Leute, pflanzt Tomaten auf dem Balkon, wenn ihr ein Gefühl haben wollt in der Großstadt, dass ihr Verantwortung tragt für Pflanzen etc., dann probiert das, pflanzt irgendetwas. Ihr werdet sehen, wenn ihr abends nach Hause kommt, ist euer erster Blick auf den Balkon, wie es den Tomaten geht. Das heißt, diese ganz kleinen Geschichten sind wichtig, um die große Geschichte in Gang zu setzen, Vertrauen ins Leben. Und die Basis müsste, wenn sie eine Zukunft hat, eine Partei sein, die im Grunde genommen Vertrauen ins Leben hat. Und dass sie vom Leben gelenkt und getragen wird und dieses Kontrollsystem nicht braucht. Jetzt schildere ich euch mal dieses... Es gibt einen großen Denker in Deutschland, den die wenigsten kennen, der heißt E.F. Schumacher. Ein Mensch, der jetzt schon 40 Jahre tot ist, der kam aus Bonn. Aber der hatte gelernt von einem, der aus Oberndorf, wer weiß, was Oberndorf ist, wo ist denn das? Ha? Ha? Nein, Oberndorf, ich meine eins in Österreich. Kennt ihr das? Stille Nacht? Ja, Stille Nacht kommt aus dem Salzburgischen, kommt aus diesem kleinen Dorf in der Nähe von Salzburg aus Oberndorf. Und da gab es mal einen Denker, der hieß Leopold Kohr. Der hat den Satz geprägt, es gibt ein menschliches Maß und small is beautiful. Was meint er damit? Wenn wir diese Geschichte mit dem Vertrauen, was ich gerade gesagt habe, politisch denken, dann heißt das, meine Seele kann ungefähr 150 Leute wahrnehmen, mehr nicht. Wir müssten also glücklich sein in Gemeinschaften, die nicht wahnsinnig immer mehr anonym werden, sondern die sozusagen im Kleinen sich kennen, das Dorf in der Stadt. Die Gemeinschaft der Basisleute in der Stadt. Wir brauchen sozusagen, um uns politisch artikulieren zu können, brauchen wir eine Gemeinschaft, die darf gar nicht so viel größer sein als 125 oder 150. Und wenn Sie sehen, wie die Amish People in den USA, kennen Sie die? Das sind die Typen, die immer nicht Traktor fahren wollen und sie immer noch mit der Kutsche und dann haben sie so einen Hut auf und sie sehen so komisch aus. Sie kommen aus der Schweiz, sind 200 Jahre da, sind aus der Schweiz ausgewandert als Protestanten, weil sie diesen militärischen Scheiß nicht mitmachen wollten. Sie sind im Augenblick sozusagen, und die haben nur gemeint, die 125 sind, dann trennen die sich, dann machen die zwei. Also wir brauchen eine Übersichtlichkeit in der analogen Welt. So gesehen könnte die Basis auch sagen, wir kämpfen für das Recht auf ein analoges Leben. Können Sie das verstehen? Denn digitalisiert heißt immer Controlling. Überall, wo Sie digitalisieren, unterschreiben Sie einen Freibrief auf Controlling. Controlling, Controlling. Nichts ist so deutlich wie im Krankenwesen. Das geht ja da am schleichendsten, am schnellsten vorwärts. Also wir brauchen keine Chipkarte mehr unter die Haut. Das ist ein bisschen horrormäßig, brauchen Sie nicht mehr. Sie wissen doch ganz genau, dass Sie zu Hause mit Ihrem Handy abgehört werden, oder wissen Sie das nicht? Ja? Ja? Also wir erleben das in unserer Familie ständig. Wir reden über irgendein Thema, schon wissen am nächsten Tag, kriegst du auf deinem Handy die Reklame dazu. Ja? Also wir haben nicht so ein komisches Alexa-Gerät, wir haben ein völlig normales Handy. Aber dieser Komplex des Controllings, um uns etwas zu verkaufen, ist längst da und deswegen gehört zu diesem Leben im Vertrauen, zu diesem analogen Leben gehört, wir müssen gucken, dass wir uns der Digitalisierung so weit wie möglich nicht verschreiben.
Das ist einfacher gesagt. Ich habe auch ein Handy in der Tasche, meine Frau hat auch eins, etc., etc., etc. Aber Sie müssen ja nicht immer sagen, okay, ich stimme der Werbung zu. Sie wissen, was ich meine, so, wenn Sie das benutzen, dann können Sie sagen, nein, lehne ich ab. Dann haben Sie schon mal ein bisschen den Schritt aus dem Controlling gemacht. Aber das Controlling hat uns in den letzten 3 Jahren diesen ganzen Scheiß eingebracht. Wieso? Na, gucken Sie doch mal, wenn wir über WHO reden, und Sie wissen alle, weil Sie mittlerweile ja im alternativen Lesen von Privatfunk, Kontrafunk und was es so alles gibt und Nachdenkseiten, was Sie alles lesen, und dann wissen Sie doch, dass es ja, dass der Weg, uns alle zu kontrollieren in einer kapitalistischen Welt, über unser Gesundheitswesen geht. Da sind wir wieder bei unserer Seele. Wir haben immer gesagt, pass mal auf, die Entdeckung der Medizin, der neueren Medizin, der Neurowissenschaften ist eigentlich, dass der Körper auf die Seele hört und die Seele vorher krank ist und der Körper der letzte Hund ist, der gebissen wird. Und das, da sehen Sie das wieder, es ist der Angriff auf unser Selbstverständnis, Mensch, ich bin als erstes Seele, ich habe keine Seele, ich bin ein Seelchen und Sie sind auch ein Seelchen. Und wenn wir weinen, sind es die Botschaften unserer Seele. Und kaum, dass jemand sagt, warum weinst du, will er dich kontrollieren. Er müsste sagen, ich sehe deine Tränen, dann will er dich nicht kontrollieren. Könnt ihr den Unterschied sehen? Ja? Wenn er sagt, warum weinst du, will er einen Grund und mit dem Grund will er entweder fertig werden oder nicht fertig werden, schieben, etc., etc. Aber wenn er sagt, ich sehe deine Tränen, dann ist er seelisch gut. Wenn er sagt, warum weinst du, will er dich kontrollieren. Der Weg der WHO, und darüber wissen Sie ja, wie die finanziell getragen wird, welche Möglichkeiten die hat, wie sie im Grunde genommen ausgebaut wird, ist der Weg, wenn man so will, des Kapitals, unsere Seelen sozusagen auszuschalten. Und das macht mir am meisten Angst. Bin ich wieder dabei. Und in dieser Angst brauche ich Partnerschaften. Deswegen ist sowas wie Basis auch eine Trostgemeinschaft. Achten Sie das nicht gering. Gucken Sie mal in Ihr Leben, was Sie wirklich brauchen. Sie brauchen Trost und keine Siege. Also was das Kostbarste im Leben ist, ist nicht der Sieg. Denn der Sieg hat auch Niederlagen. Den Sieg gibt es nicht ohne Niederlagen. Da zahlt ein anderer denn für, wenn Sie den haben. Das Einzige, was wirklich friedenstiftend ist, ist Trost. Und jetzt mache ich Ihnen das nochmal vor. Wenn Sie gestatten, nochmal die Metapher Lauterbach und Co. und WHO uns verrückt machen, dann sorgen Sie dafür, dass ich nicht bei Trost bin. Können Sie das verstehen? In der deutschen Sprache ist das dasselbe. Das heißt, wenn Sie dich aus der Mitte drücken wollen und sagen, du musst dich aber impfen lassen, weil, sonst kriegst du das und das und das nicht und ich will nicht und dann erhöhen Sie den Druck, dann holt er dich aus der Mitte. Du wolltest doch nicht. Jetzt hast du es doch. In dem Augenblick haben sie dich verrückt gemacht. In dem Augenblick bist du nicht mehr bei Trost und schlägst dir ein halbes Jahr später mit dem Hammer vom Kopf, weil du siehst die Übersterblichkeit der Statistik. Ja? Das ist der Punkt. Eine Basispartei muss auch eine Partei sein, die nicht nur Schaum vor dem Mund hat, weil der Gegner so doof ist, sondern die müssen sich treffen können als eine Trostgemeinschaft, die Seele des Menschen sozusagen an oberster Stelle ist und von David gedacht. Der Leopold Kohr, der den Satz gesagt hat, Small is beautiful, mit seinem späteren Schüler E.F. Schumacher, haben eine ganze Welt gebaut, die nicht eben global war. Global heißt heute, an einer Stelle sind 7 Milliarden Leute mit einer Nummer versehen.
global mit Small is Beautiful heißt, es gibt überall kleine Gemeinschaften, die wie die Zellen des Körpers miteinander kommunizieren, aber nicht von einer einzigen Stelle gemanagt. Was spricht eigentlich gegen die WHO und ihr Management, ob ich nun The Great Reset nenne oder wie auch immer? Es spricht dagegen die Komplexität der Natur, die Komplexität der Schöpfung, die Komplexität, sage ich mal, Gottes, können sie nicht imitieren. Sie scheitern wie jede Form von Hybris, das und das kann ich, ich hole das Feuer vom Himmel, ich hole alles vom Himmel, seit unserer Kulturgeschichte immer wieder gescheitert ist. Und darauf, liebe Schwestern und Brüder, baue ich. Ich glaube nicht, dass ich die WHO oder wie die auch alle heißen, stürze. Ich glaube, dass sie zusammenfallen. Ich glaube, dass sie nicht, dass sie die Komplexität, mit welchen Opfern auch immer, darüber können wir reden. Ich mache nicht Däumchen drehen und sage, hallo, die Borgen sind sie tot. Aber ich sehe nicht, dass wir Menschen, egal mit KI etc., 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 die Komplexität des Lebens abbilden können und besser sein können, als die Natur, die mehrere hunderttausend und Millionen Jahre gebraucht hat, um uns in diesen Stand zu versetzen. Das können die nicht. Da scheitern sie. Martin Luther wurde mal gefragt, was er denn gegen die Diktatoren tun würde. Hat er gesagt, nix, die fallen so. Also das ist in aller Kürze. Aber in dieser Zeit, wo sie eben nicht fallen und uns drangsalieren, in der leben wir gerade, da heißt es, ich brauche Trostgemeinschaften. Ich muss neue Freunde und neue Familien finden, wenn ich die alten verloren habe. Und die Risse gehen auch in unserer, gehen auch in meiner Familie durch die Familie durch. Aber ich habe neue Leute gefunden, neue spannende Geschwister, wenn man so will. Und es ist gut so. Also in dieser Zeit, wo so wahnsinnig regiert wird, wo wir nicht mehr über Krieg und Frieden reden können, können wir auch noch gleich drüber diskutieren, da brauchen wir Trostgemeinschaften, damit sie uns nicht verrückt machen. Und Trostgemeinschaften geht ganz einfach. Du gehst einfach neben dem anderen her. Du gibst ihm keine großen Ratschläge. Ihr seid nur zusammen. Und in diesem Augenblick kann der Baum, wenn du einer bist, nicht so schnell vom Winde weggeweht werden. Ihr seid schon zwei. Oder drei oder vier. Da braucht man Poesie, da braucht man die Bilder aus der Natur, um gelassen zu sein. Ich habe manchmal die Gelassenheit auch nicht. Aber wenn ich in die Nähe unseres Hauses durch den Wald gehe, spüre ich, da ist was. Weswegen die Bild-Zeitung vor 3 Jahren schon gesagt hat, Fliege spinnt, der will gegen die Natur, der will in Corona-Zeiten nur in den Wald gehen. Mittlerweile zeigt sich das Rezept als gar nicht so blöd, was ich damals so gesagt habe. In diesem Sinne würde ich gern mit euch reden, auch über die Felder Krieg und Frieden. Zu diesem Vertrauen ins Leben gehört nämlich auch ein Satz, der heißt, du sollst nicht töten. Der kommt aus dieser... Der kommt aus derselben Tiefe. Der kommt aus derselben Tiefe von Aufbau von Selbstbewusstsein, Aufbau von Vertrauen in Partnerschaften, Aufbau von Vertrauen ins Leben, in den Sinn des Lebens. Der kommt aus derselben 3500 Jahre alten Tiefe. Du sollst nicht töten. Wenn du tötest, zahlst du. Du zahlst sowieso. Das heißt, wir müssen im Austausch des Lebens Preise zahlen. Und ich muss in dieser Situation, in der wir stehen, mindestens diskutieren können, dass es diesen alten Satz gibt. Und wenn dann einer sagt, ich sei ein gefallener Engel, dann weiß ich, was der nicht weiß. Mit demselben Satz ist Jesus verspottet worden vor 2000 Jahren. Er fragt nämlich, was sagen denn die Leute über mich?
Und einige sagen zu ihm, die sagen, du seist ein gefallener Engel, du seist der Belzebub. Und wenn Herr Scholz auf einmal uns Friedensfreunde, die wir reden wollen und die wir nicht an einen, wir glauben nicht an einen Sieg in Partnerschaften, wir glauben nicht an einen Sieg über die Kinder, verstehen Sie, was ich meine? Wir glauben nicht an Erziehung, wir glauben an Beziehung. Ja? Und das gilt auch im politischen Leben. Und wenn ich dann dieses nicht sagen darf, dann weiß ich, es ist wieder dieselbe Grenze. Sie wollen nicht, dass meine Psyche, meine Seele die Kraft aus den alten Urkunden nimmt, aus der alten Erfahrung nimmt, aus dem analogen Leben. Sie wissen es alle besser mit ihrem Controlling. Und wenn man den Russen niedermachen will, dann geht es darum, wenn man so will, diesen Satz, du sollst nicht töten, mal wegzuschmeißen, vorübergehend. So. Und dazu bin ich nicht bereit, weil ich habe ein Vertrauen ins Leben und auch ein Vertrauen in Lösungen. Und ich habe kein Vertrauen in Gewehre. Nirgendwo. Vor über 50 Jahren musste ich, weil ich Kriegsdienstverweigerer bin, wissen Sie, das war früher noch so eine komische Sorte, weil ich hatte ganz lange Haare und musste meinem Vater sagen, ich gehe nicht zum Bund. Das war für meinen Vater ganz schwierig, weil er war Geschäftsmann, Kaufmann, da muss man ja gucken, dass man die Kunden behält und wenn man in der eigenen Familie schon Scheiße hat, weil einer nicht zum Bund gehen will, etc., etc., war nicht so gut, war nicht für. Und ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, Vater, ich mache das nicht, ich gehe nicht zum Bund. Und damals hat man mit denselben Argumenten, wie jetzt Frau Strack-Zimmermann rumwedelt, in solchen Ausschüssen und Gerichtsverfahren geredet, ja, was machst du denn? Nach dem Wald kommt der Russe auf dich zu und will deine Freundin vergewaltigen. Was machst du da? Ja, da bitte ich die Herren mit der Vergewaltigung doch endlich aufzuhören. Das ist ja, also so dumm und unethisch versucht man eine ganz tiefe Frage, dass wir mit unseren Nachbarn on the long, weil sie auf demselben Planeten, haben dieselbe Mutter Erde, haben denselben Vater Himmel. Und da glaubt ihr daran, dass man die nur töten kann, um weiterzuleben? Seid ihr verrückt? Ihr seid aus eurer Mitte gedrängt worden. Und jetzt sehen sie auf einmal, dass bei Corona, bei Ukraine und auch bei CO2 auf einmal etwas Ähnliches ist. Nämlich, es gibt ein einziges Mittel. Ein einziges Mittel, was propagiert wird. Und mit diesem einzigen Mittel, wenn du da nicht zustimmst, dann bist du Heretiker, dann bist du Sektierer, dann bist du, auf jeden Fall gehörst du nicht mehr uns, sondern früher hat man gesagt, geh nach drüben. Heute sagt man zu Aiwangers Zeiten, du darfst nicht mehr mitmachen. Ja? Also geh raus, du musst raus aus dem politischen Leben. Kleiner Abersü dazu, damit ich kein Fettnäpfchen auslasse. Wenn ihr diesen Text von Aiwanger und wem auch immer lest, da steht nichts Antisemitisches drin. Nehmt das mal gefälligst zur Kenntnis. Und zwei oberjüdische Mitbürger, die wir haben, sehen das ganz genauso. Da steht genauso Antischwules drin, da steht genauso Antikommunistisches drin, denn die sind alle im Dritten Reich so oder so in den Konzentrationslagern gelandet. Es waren nicht nur jüdische Mitmenschen, es waren auch andere. Deswegen steht das auch nicht da drin. Da steht sozusagen diese Wut eines 16-, 17-Jährigen, der meinetwegen rechtsradikal ist, Wut auf alles, was Obrigkeit ist und was, und das wird in einer Art Preisaufschreiben nochmal in einer Art von Satire übertrieben. Kommt mal runter, Jungs. Also ihr, die ihr darüber debattiert. Man muss kein Aiwanger-Fan sein, um ein Aiwanger-Fan und zu sagen, kann ich nicht erkennen. Kann ich nicht erkennen. Doof bleibt doof, kann ich sagen, aber mehr kann ich auch nicht sagen. Ja. Also das ist, und darüber regt sich dann die gesamte Republik auf. Kurz, um zum Ende zu kommen und dann mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren, fasse ich zusammen.
Die Basis hat ein Menschenbild zu verteidigen. Und das Menschenbild ist ein analoges Menschenbild. Was heißt das? Ein analoges Menschenbild setzt in das Vertrauen. Wo das nicht ist, wird das Wasser des Lebens abgegraben. Es setzt in das Vertrauen zum Beispiel der Basis, dass die Basis tiefer ist an den Wurzeln als die oberen Entscheider. Die Basis sagt, wir müssen auch lernen im Erwachsenenzeitalter und in unserer Erwachsenenzeit, fertig zu werden mit dem, was wir als Gegnerschaft empfinden. Deswegen habe ich gesagt, Partnerschaften sind so wichtig, um erwachsen zu werden, um zu sehen, dass nicht alle anderen doof sind und ich der einzige Geisterfahrer. Ja? Und dann geht es ins Dritte. Eine Basis braucht für ihr Menschenbild die Öffnung in Sachen Spiritualität. Das heißt, ich muss ein Gefühlsverhältnis zur Mutter Erde, zum Boden bekommen und zu den Sternen und zum Kosmos. Wenn Sie in einen Nachthimmel gehen, der sternenklar ist, dann spüren Sie das. Da ist was. Und wenn Sie am Meer entlang gehen, dann spüren Sie, da ist was Größeres. Und wenn Sie als Bayern, kann man das ja sagen, dauernd in die Berge gehen, dann gehen Sie ja auch, um ganz oben zu stehen und ganz klein zu sein. Denn die spirituelle Entdeckung, die Sie in Kommunikation mit der Natur, mit Gott, heißt immer, dein Ego muss erstmal schmelzen. Und das schmelzt oben auf dem Berg, das schmelzt angesichts des Meeres, das schmelzt angesichts des Sternenhimmels und du sagst auf einmal, ich bin klein. Und das ist eine Möglichkeit zu kommunizieren, eine Möglichkeit, ein kindliches Verhältnis nur aufzubauen, wie Jesus das nennt, zur Erde und zum Himmel. Ich bin klein. Ich bin kein Führer. Ich bin klein. Und ich brauche dieses Vertrauen des Universums, weil ich davon lebe. Deswegen braucht im Menschenbild der Basis, muss es ein spirituelles, ein Bewusstsein geben. Es muss ein Bewusstsein dafür geben, dass wir in Kommunikation treten, in ein tiefes Gefühl treten mit Mutter Erde und dem Universum. Dann kann ich mir vorstellen, hat die Partei eine Chance? Sie hat keine Chance, Deutschland zu regieren. Müsst ihr auch nicht. Niemand. Es reicht, Salz zu sein im großen Teich. Es reicht, Hefe zu sein im großen Teich. Und das ist, glaube ich, wenn man so will, das Selbstbewusstsein einer kleinen Partei, wie die Basis sagt, wir werden Bayern nicht regieren, das wird weiterhin vom Eiermann regiert. Ja, wir müssen das nicht, sondern wir haben ein tiefes Verständnis dafür, was der Mensch ist. Und wir lassen davon nicht ab. Und wir sind Träger dieses Bewusstseins, dass die Seele das Zentrum des Menschen ist. Und dann sehe ich für diese Partei tatsächlich die Aufgabe, Salz der Erde zu sein, Hefe im Teich zu sein, Perle im Acker zu sein, wo Jesus Beispiele gebracht hat für Minderheiten, wie wichtig die sind. Wir sind eine kleine, radikale, feine, grinsende Minderheit. Ich danke euch. Ja.